Weißt du was, Onkel Tim? Der Papa hat mir das Zehnernötchen geschenkt. Das könnte ich dir auch zahlen, dass es dir nicht mehr so viel kostet. Oh, das ist gut gemeint, Bub. Aber bei diesen malzgehobenen Preisen, die dir für einen Rundflug verlangen, nützen wir deine 10 Stützchen auch nicht mehr. Wir hätten aber so Freude. Ach, Schluss jetzt, ich will nichts mehr hören, verstanden? So energisch ist der Onkel Tim nur ganz selten geworden. Jetzt haben der Maurus und Madeleine gewusst, dass es nichts mehr zu diskutieren gegeben hat. Aber traurig waren sie gleich. Das hätte sie eben schaurig toll gedacht, einmal in so einem Helikopter zu sitzen und bolzengrad mit ihm in die Luft aufzusteigen. Ja, und dann ist es für den Maurus Zeit geworden, an die Heimreise zu denken. Aber dermal hat er nicht allein verreisen müssen. Der Onkel Tim hat eine Aushilfe gefunden, die er im Lädeli für ein paar Tage vertreten hat. Er hat auf Bellavarde angelütet und hat der Mama von Maurus gesagt, er und Marlene kämen die gerne für ein paar Tage auf Besuch in die alte Heimat. Am anderen Tag haben sie sich zu dritt auf den Weg gemacht. Der Maurus hat sich gewünscht: Laufen wir noch mal über die grosse Brücke? Über keine Brücke, meinst du? Weißt du, die zwischen dem See und der Limmat? Ja. Die Aussicht von dieser Brücke tut mir einfach super. Der Onkel war einverstanden. Und der Maurus konnte Abschied nehmen von all diesen Kirchentürmen, die ihm so einen Eindruck gemacht haben. Die zwei vom Grossmünster, das Turmspitzli von der Wasserkirche, der St. Peter und das Frau Münster. Und natürlich hat er auch den Möwen adieu gesagt. Die warten ja dort an der Gehbrücke Tag aus, Tag ein auf jemanden, der sie füttert. Weil der Maurus ja konnte reden mit den Tieren, hat er diesen Möwen zugerufen. Ein Gute miteinander und auf Wiedersehen. Am Bürgliplatz sind sie dann ins Tram eingestiegen und zum Hauptbahnhof gefahren. Der Maurus hat sie ins Retourbillett schon gehabt, aber für sich und für die Madeleine hat der Onkel Tim noch an den Schalter müssen ein Billett lösen. Die Fahrt im Zug war im Hui vorbei. Das Dritte sieht man eben noch viel mehr, als wenn man allein ist. Als sie aus der Rätischen Bahn ausgestiegen sind, war es bereits Nachmittag. Sie sind nicht besonders schnell vorwärts gekommen. Immer wieder hat Madeleine am Wegrand eine Blume gesehen, die ihr gefallen hat. Sie hat bald einen schönen Strauß beieinander gehabt, aber der Maurus hat reklamiert. Jetzt lass doch mal diese Blume. Die sind doch schön. Das gibt doch einen tollen Strauß. Von mir aus. Aber wir müssen pressieren. Ah, wir können doch in dieser Berghütte beim Gletscher übernachten, wenn es spät sollte werden. Sowieso. Das machen wir auf jeden Fall. Aber über den Gletscher müssen wir noch, solange es hell ist. In der Nacht sehe ich meine Steckli nicht mehr. Wenn ich die nicht sehe, ist es viel zu gefährlich. Der Onkel Tim musste recht geben. Von jetzt an ist es rassiger vorwärts gegangen. Aber wo sie an den Gletscher gekommen sind, war es gleich schon fast am Einachten. Und Madeleine schaurig müde. Magst du noch? Klar. Schau dort! Siehst du den roten Fleck auf dem Schnee? Wo? Gerade vor uns. Ah ja.